Hey Leute, nehmt eure Kekse aus der Dose, denn Flauschi ist wieder da. Hallo, und heute sind wir mal wieder hier in YouTubers Live 2. Und wie ihr wisst, haben wir im letzten Video schon unsere ersten krassen YouTube-Videos hochgeladen und bearbeitet und dies und das. Und jetzt müssen wir ein bisschen die Stadt erkunden. Das hat Xavier uns gerade gesagt, und wir sollen ein paar Leute kennenlernen. Wir haben sogar schon 14 Uhr, das heißt, wir müssen uns ein bisschen beeilen. Ich würde sagen, wir laufen jetzt hier einfach mal ein bisschen rum und suchen einfach mal 10 Leute, mit denen wir reden können. Die Leute, mit denen wir reden können, haben immer so eine Sprechblase über ihrem Kopf. Und ich würde sagen, wir gehen mal hier Richtung Strand. Wir können hier einfach so ein bisschen rumlaufen. Ich finde das eigentlich sogar echt cool. Hier gibt es wohl auch eine U-Bahn, aber die nehmen wir jetzt erstmal noch nicht. Wir gehen jetzt hier erstmal zum Strand. Hier können wir wohl runter. Und hier müssten doch bestimmt irgendwelche Leute sein, mit denen wir reden können. So, hier ist jemand am Angeln. Okay, interessant. Ach, hier ist auch schon die erste Person. Kann ich zu der irgendwo hinlaufen? Ach, hier komme ich rein. Reden. Zane heißt der. Ja, sagt er einfach nur. Hallo, ich bin Flauschi, sage ich ihm. Ich bin Zane. Okay, das war ja nett, das Kennenlernen. Leute, ich laufe mal ein bisschen rum und ich sage euch Bescheid, sobald ich jemanden... Oh, hier ist jemand. Reden. Siggi ist das. Was geht? Ich bin Siggi, Leiter der Kalypso-Strand. Aber da war doch gerade Zane. Und der Meister der Wellen. Und du bist... Flauschi, Fan von YouTube. Ich bin Flauschi, hallo, ich will YouTuberin werden. Schön, dich kennenzulernen, Fan von YouTube. Du bist in meiner Bar, herzlich willkommen. Oh, danke schön. Okay, wir müssen weiter. Oh, hier ist ein Hundi. Streicheln. Oh, hallo. Der sieht richtig süß aus. Vielleicht kann ich mir irgendwann meinen eigenen Hund holen. So, und dann können wir hier noch mit dieser Frau hier reden. Entdeckerin, Sammlerin. Okay, die hat so krasse Gegenstände am Start verkauft, die hier. Aber wir haben nicht so viel Geld, Leute. Wir haben nur 300 Münzen. Aha, hier ist jemand. Hallo, Baba May. Ich möchte mit dir reden. Hallo, Liebling. Ich bin Baba May, die Oma von Joy. Du kennst sie bestimmt. Sie ist hier sehr beliebt. Oh, nee, ich kenne sie nicht, aber ich freue mich, sie kennenzulernen. Okay, dann gehen wir mal weiter. Wieder zurück in die Stadt. So, ich glaube, wir sind hier aber im Wohngebiet, oder nicht? Nee, wir sind hier noch in der Innenstadt, okay. Dann gehen wir hier immer weiter nach rechts. Wir müssen uns aber echt beeilen. Der Tag ist gleich vorbei, Leute. So, haben wir hier noch jemanden, mit dem wir reden können? Hallo, Leute. Ich möchte euch alle kennenlernen. Ihr seid mal, ich bin die neue Nachbarin, ich bin Flauschi, ich will YouTuberin werden. So Leute, irgendwie finde ich hier niemanden. Ich muss jetzt, ey, der hat mich geblockt. Ich muss mal kurz gucken in so Restaurants oder so. Ich melde mich, wenn ich noch jemand gefunden habe. So Leute, ich bin jetzt in so einer AFK-Bar und hier ist Cassidy ist hier. Hallo, ich bin Cassidy, bist du neu in der Stadt? Ja, ich bin Flauschi, hallo, ich will die beste YouTuberin der Welt werden. Ich hoffe, du wirst Zeit genießen. Und hier ist noch jemand. Hallo, Robin. Robin ist der Besitzer hier an so von dieser Bar. Sehr nett, dich kennenzulernen. Es fehlen nur noch 2 Leute. Das ist krass. Ist hier noch jemand? Nee, sieht nicht so aus. Okay, dann laufen wir direkt mal weiter. Oh Leute, hier ist mir gerade jemand entgegengekommen, als ich hier rausgelaufen bin. Adam. Hey, du kommst mir bekannt vor. Bist du ein YouTuber, sage ich einfach mal. Nee, sagt er. Okay, ich habe ihn trotzdem kennengelernt. Okay, eine Person fehlt noch, Leute. Wir schaffen das noch vor Mitternacht auf jeden Fall. Hier kann man so Roller fahren, aber ich glaube, ich habe nicht genug Geld dafür. Ach man, Leute, bitte. Jetzt ist hier schon, es wird schon dunkel, 22 Uhr schon. Ah, hier ist jemand, Leute. Hallo. Ach, das ist Xavier. Oh, den kenne ich schon. Ach, hallo, dann möchte ich mit dir reden, Raven. Du bist neu in der Stadt, oder? Ich bin Flauschi, die neue YouTuberin von Tube City. Ich habe mich erstmal vorgestellt. Oh, hä? Der steht doch direkt neben mir. Warum ruft er mich an? Ich habe mir sagen lassen, dass du dich gut mit deinen Nachbarn verstehst. Ja, weil du direkt neben mir stehst, hast du das gehört. Da brauchst du mich auch nicht anrufen. Okay, ich kann die immer... Ja, wusste ich. Der stand hier einfach direkt neben mir und hat gesagt, er hat das gehört. Okay. Naja, Leute, dann haben wir die Quest wenigstens schon mal erreicht. Und wir können direkt einmal wieder nach Hause.
Und weil es schon so spät ist, 23 Uhr, wir müssen langsam mal ins Bett, sage ich euch ehrlich. Deswegen auf nach Hause. So, zu Hause angekommen, gehen wir direkt ins Bett. Wir haben genug Videos gemacht gehabt, im letzten Video schon. Deswegen schlafen wir einmal. Wir haben ein Gaming-Video aufgenommen und es hat sogar schon fast 200 Aufrufe bekommen. Das ist auf jeden Fall schon sehr krass, dafür, dass ich erst 100 Abos habe oder so. Und jetzt starten wir in den neuen Tag. Heutige Trends, Playcon? Was ist denn die Playcon? Interessant. Hört sich ein bisschen an wie Gamescom. Okay, Xavier ruft direkt wieder an. Guten Morgen, Flauschi. Wusstest du, dass das Event, auf das alle YouTuber warten, in der letzten Frühlingswoche in die Stadt kommt? Keine Ahnung. Nee, weiß ich nichts davon. Es ist das Gaming Festival Playcon und es wird einmal im Jahr in New Tube City gefeiert. Bei dem Festival werden viele einflussreiche Leute aus der Gegend sein. Es gibt Konferenzen, Events. Du solltest die Playcon nicht verpassen, wenn du bekannt werden willst, okay? Gut zu wissen, Leute. Übrigens, nutze es aus, dass das Festival in aller Munde ist und poste Playcon Content. Achte auf dein großes Werbeplakat in der Stadt und dann können wir das bewerben. Weißt du, wie du neuen Contents für deine Abonnenten nahezu in Echtzeit posten kannst? Mit einem Video? Videos sind gut, aber musst sie aufnehmen, bearbeiten und hochladen. Ich rede von der Insta-Live-App. Instagram, Leute, es gibt ja also auch Instagram. Es ist eine Social-Media-App, mit der du deine Fotos auch direkt teilen kannst, bla 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 bla. Außerdem kannst du Leuten folgen, die du kennst. Ja, passt schon. Dein Begleiter Candy wird die App für dich installieren. Das ist nett, Candy. Du kannst sie jetzt öffnen. Okay, dann öffnen wir mal die Insta-Live-App. Hier ist sie auch schon. Und wir sehen da direkt Blair, die kennen wir ja schon. Die hat einfach 15.000 Likes. Oha, okay, das ist das Playcon-Poster also. Und dann haben wir noch Werbung. Okay, interessant. Mehr sehen wir hier also noch nicht. Und was müssen wir machen? Veröffentliche ein Foto mit Hashtag Playcon. Okay, dann müssen wir alle Gamer warten auf Playcon. Warum stellst du keine Beiträge darüber? Okay, dann müssen wir jetzt einmal dieses Poster finden. Vielleicht sehen wir das irgendwo auf der Map, wo wir das machen können. Also, was haben wir denn hier? Playcon! Da müssen wir hin, Leute. Wir sind gerade hier. Das heißt, wir müssen nur auf der Straße folgen. Und gleich so eine Straße nach oben gehen. Zu einem großen Gebäude. Ach, hier ist schon mal ein Poster. Ach, hier ist der Hashtag. Das heißt, wir können hier ein Foto aufnehmen. Und wir haben hier ein Fotoapparat bekommen mit Q. Haben wir gerade unten links gesehen. Dann gucken wir einmal in die Kamera. Ändern die Pose so ein bisschen. Was können wir machen? Wir machen so ein Freudesprung machen wir. Wir zoomen ein bisschen ran. Mit E, so. Und verschieben die Kamera so ein bisschen nach oben, dass man mehr von dem Poster sieht. Dann Steuerung ausblenden und wir machen ein Foto. Sehr, sehr cool. Gib einen Titel an. Wir sehen uns auf der Hashtag Playcon. Okay, Leute, das passt. Das können wir auch so direkt posten. Wir haben es hochgeladen und oha, sogar 291 Likes bekommen. Das ist krass. Aber wir kommen leider nicht an Blair ran. Schade. Aber wir haben deswegen auch schon 134 Abos dazu bekommen auf Insta Live. Und wir haben die Quest erfüllt. Candy möchte was von uns. Und zwar, dass ich einen Trend aufgenommen habe. Je mehr du bekommst, desto beliebter sind die Beiträge. Okay, dann, er sagt mir, ich soll auch ein Video drüber machen. Okay, ich soll ein Video über die Playcon machen. Das sollte ja nicht so schwierig sein, deswegen gehen wir hier direkt einmal wieder nach Hause und nehmen auch direkt ein Video auf. So, wo machen wir das am besten? Ich würde sagen, wir spielen ein Spiel und, werden da einfach was zu der Playcon dann sagen. Ich, sag schüchtern Hallo, dann, du wurdest vergiftet, dein Charakter fällt zu Boden, du überspringst diesen Teil. Ich skip einfach. Dein Leben liegt bei 1%, aber du machst eine technische Bemerkung. Du schirbst. Oder du erklärst. Ich erkläre die Lore. Was auch immer für Sinn macht. Du kommst zum Ende und bittest um Abonnenten. Oder du verabschiedest dich. Bittest um Abonnenten. Ich mach das hier, weil dann kann ich 2 erfüllen. Das ist schon mal ganz gut. 2 von 3 Sternen ist jetzt nicht so gut wie die letzten. Aber ich kann da auf jeden Fall was draus zaubern. Deswegen Video speichern. Und wir werden das direkt einmal bearbeiten. Hier an unserem PC, Leute. Ihr wisst, wie es abläuft.
Wir nehmen das Gameplay. So ist der Anfang. Nehme das, das und das. Es ist alles miteinander verbunden. 1,5 Sterne nur. Aber Leute, wir werden auf jeden Fall noch besser werden. Vertraut mir da. Wir könnten jetzt noch versuchen, die zwei hier zu bewegen, aber das würde uns nur noch schlechter machen. Deswegen veröffentlichen wir das Video so. Wir nehmen hier dieses Thumbnail. Ich reagiere auf PlayCon, den letzten Teil hätte ich nicht erwartet. Ich weiß zwar nicht, was in dem Video passiert ist, aber der Titel passt bestimmt sehr, sehr gut. Und wir haben zwar ein paar Dislikes, aber im Ganzen sind wir ganz gut. Wir haben gut die Trends erwischt. Oh, ihr seht die Bewertung gar nicht. Moment. Wir haben gut die Trends erwischt, hier rechts. Aufnehmen wir 2 Sterne. Beherrschung, was auch immer das bedeutet, haben wir gar nicht. Aber ist nicht so schlimm, Leute. Jedes Video, das du postest, bringt dir Fähigkeitspunkte, sagt mir hier Candy gerade. Verdiene Fähigkeitspunkte, um Videotypen, Workshops und andere Upgrades in der Fähigkeitsbaum-App freizuschalten. Okay, gucken wir direkt einmal rein. Wir gucken mal in unser Handy. Das hier ist die Fähigkeitsbaum-App. Und hier können wir wohl Videos, Sachen freischalten. Und wir können auch direkt Vlog freischalten. Das machen wir auch direkt einmal. Bist du sicher, dass du das kaufen willst? Ja, ich möchte Vlog 2 kaufen. Okay, dann würde ich sagen, gehen wir hier direkt wieder raus. Und was ist unsere nächste Aufgabe, Leute? Was müssen wir als nächstes tun? Wir haben Vlog freigeschaltet. Heißt das jetzt, dass wir auch unterwegs Vlogs machen können? Okay, wir gucken mal in unser Tagebuch. Hier sind, glaube ich, immer so ein paar Aufgaben drin. Erreiche die Top 75. Okay. Das könnte ein bisschen schwierig sein, Leute. Aber ich würde sagen, wir machen einfach mal ein neues Video. Und zwar Hashtag Sonnenfreizeit. Dafür könnten wir zum Strand einmal gehen. So, auf zum Strand. Leute, ich liebe den Strand auch in Real Life. Ich finde den Strand immer einfach richtig, richtig schön. Okay, die Metro. Bongos? Hashtag Bongos. Okay, interessant. So, wo komme ich hier runter? Hier ist ein Gang nach unten. Ich habe gestern, also gerade schon gesehen, dass es hier auf jeden Fall auch um Hashtag Sonnen gehen kann. Oder dass hier sich Leute auf jeden Fall am Sonnen sind. Sonnen kann ich hier machen. Und jetzt könnte ich davon ein Foto ja machen. Steuerung ausblenden. Foto machen. Ich, Hashtag Sonne. Mich posten. Leute, sehr gut. Boah, 1600 Likes haben wir insgesamt schon. Das ist sehr, sehr krass. Okay, das war auf jeden Fall eine gute Entscheidung. Da haben wir ein paar Abos dazu gewonnen. Wir gucken mal, was wir noch so machen können. Abenteuer. Okay, uns fehlt eigentlich nur noch Armored Nucleus. Das ist, glaube ich, ein neues Spiel. Das heißt, wir gehen jetzt einmal zum Spieleladen und kaufen uns das neue Spiel. Dann können wir das direkt nämlich aufnehmen. So, hier sind wir auch schon beim Spieleladen. Wir gehen direkt einmal rein und gucken mal, ob wir das Spiel hier finden. Wie hieß das nochmal? Armored Nucleus. Nee, das ist das Falsche. Ist das hier irgendwo? Ja, hier brauchen wir das. Ja, ich bin mir sicher, dass ich das kaufen möchte. Eingepackt. Und wir machen direkt ein Video dazu. Ich habe gerade gesehen, ich habe 6 Münzen mit meinem Video verdient. Das ist schon mal sehr gut. So, aus dem Weg. Oh, ich brauche aber was zu essen oder so. Ich brauche ein bisschen Energie. Ich habe mir gemerkt, dass hier irgendwo so ein Café war. Hier nach oben, glaube ich. Oh, da kommt auch gerade jemand raus. Gigi, mit der reden wir nochmal. Haben wir mit der schon mal geredet? Nee, doch noch nicht. Was für ein hübsches Kleid, sage ich hier einfach mal. Wenigstens hast du einen guten Geschmack, sagt sie. Das war nicht so nett. Aber wir brauchen hier einmal bitte was zu essen. Und zwar nehme ich hier eine Barbecue-Pizza. Kaufe ich direkt 2. Inventar, einfach direkt essen. Weil ich muss jetzt gleich auf jeden Fall noch ein Video aufnehmen. Damit ich in den Trends bin und auch täglich immer Videos hochlade. So, Energie wieder aufgeladen und wir gehen zurück nach Hause. Mein Zuhause ist hier zum Glück direkt nebenan. Hier kann ich nach Hause. Und dann gehen wir hier an mein Gaming-Setup, Konsolen und Spiele. Wir laden das hier direkt rein und wir nehmen ein Video auf. Armored Nucleus Gameplay. Okay, Leute. Dieses Mal müssen wir das richtig gut machen. Du kommst mit voller Energie rein. Mache ich jetzt einfach mal. Sehr, sehr gut. Dein Telefon klingelt, du kommst nicht zur Ruhe. Und ich mache eine technische Bemerkung. Ich achte nur hier drauf. Ich guck gar nicht, ob das Sinn macht. Du spielst zum Spaß, weil der Server abgestürzt ist. Okay, macht keinen Sinn. Du kommst zum Ende und verabschiedest dich. Sehr gut. 2 von 5 Sternen wenigstens. Und jetzt versuchen wir das Ganze logisch zu verbinden. Wir speichern das Video. Und, oh, ich habe gar keine Energie mehr, Leute. Aber ich muss das Video noch bearbeiten und hochladen. Das heißt, ich muss mir jetzt kurz was zu essen holen.
Och Mann, ich laufe ja mega langsam. So Leute, der nächste Tag ist angebrochen. Ich habe gerade aus Versehen kurz nicht aufgenommen. Aber ich habe ein Video hochgeladen und wir haben die 200 Abonnenten geknackt. Ich habe das Video hochgeladen und wir haben viele, viele Aufrufe darauf bekommen. Das ist sehr, sehr gut. Jetzt ruft aber hier Xavier an, nachdem ich hier geschlafen habe. Guten Morgen, Flausch. Ich habe noch nicht erwähnt, aber das Ticket für das Festival kostet 1000 Münzen? Was? Das ist ja mega viel Geld. Das ist eine Menge Geld und ich weiß, dass du mit deinen Videos noch nicht so viel verdienst. Aber keine Sorge, du hast bis zum 22. Tag Zeit, sie zu bekommen. Okay, das ist gut, aber da muss ich mich trotzdem ins Zeug legen. Es gibt auch eine App, mit der du von jedem in der Stadt einen Auftrag annehmen kannst und dafür Belohnungen erhältst. Es ist die App Aufträge. Der Start einer YouTuber-Karriere ist nicht einfach. Also falls du etwas Geld brauchst, dann benutze diese App. Das muss ich auf jeden Fall machen, Leute. Wir werden in den nächsten Videos auf jeden Fall ein paar Aufträge erfüllen. Piep, piep, die Aufträge-App wird auf deinem Handy installiert. Du kannst sie jetzt öffnen. Leute, ich würde sagen, wir machen jetzt... Oh, ich habe einen Kommentar bekommen. Du hast dich mit deinem letzten Beitrag selbst übertroffen. Ich wünschte, ich könnte so coole Fotos machen. Oha, danke. Leute, ich würde sagen, wir haben sogar schon die 300 Abonnenten geknackt. Sehr, sehr cool. Hol dir das Ticket für die Playcon und schließe einen Auftrag ab. Okay, dann gucken wir direkt mal, was wir für einen Auftrag haben. Oh, jetzt habe ich mich verdrückt. Hier haben wir einmal die Aufträge-App und dann gucken wir hier einmal rein. Raven bittet um ein Foto für Insta-Live und liefere ein Paket an Blair. Okay, liefere ein Paket an Blair, nehmen wir mal an. Jetzt können wir hier gucken, im Gange. Hol ein Paket an dem Ort Geektopia ab und bringe es zu Blair. Du kannst den Standort auf der Karte sehen. Okay, dann machen wir das direkt einmal. Wir gucken mal, wo dieses Geektopia ist. Das müssen wir einmal kurz ein bisschen suchen. AFK Bar, Spicy Run, Lead Point. Ah, Geektopia, hier. Okay, wir müssen hier so ein bisschen runter und rüber. Och, wir finden das schon. Das ist bei so einem Brunnen. Wir gehen da direkt einmal hin. Und da müssen wir das Paket abholen und dann an Blair liefern. Heute steht Gameplay an der Spitze der Charts. Ein guter Zeitpunkt, um den Trend zu erfassen. Ja, machen wir gleich, Candy. Danke für die Info. Wir nehmen auf jeden Fall gleich ein Gaming-Video dann auf. So, hier einmal entlang. Und jetzt hier bei so einem Brunnen ist Geektopia. Sehr, sehr cool. So, wir gehen einmal rein. Und hier müsste jetzt irgendwo ein Paket auf uns warten. Hier ist es auch schon. Nehmen. Und jetzt gucken wir einmal, wo wir hin müssen, um das Blair zu bringen. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr cool gemacht. Auf der Karte können wir nämlich gucken, wo Blair ist. Blair ist hier im Laden. Und da gehen wir auch direkt dann einmal hin. Ich bin echt gespannt, wie viel Geld wir dafür jetzt kriegen, dass wir ihr da so ein Paket bringen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das so viel wert ist. So, wir müssen hier runter. Weil, das ist ja einfach nur so ein Paket. Player One, hier einmal rein. Und hier müssen wir das Paket jetzt bringen. Reden. Ich habe eine Lieferung. Nichts, ich schaue mich nur um. Hä, aber wie kann ich ihr dann jetzt das geben? Hier muss ich ihr das halten. Ah, Paket geben. Okay, ich kann das Paket halten und ich habe sie jetzt gegeben. Ich hatte mich schon gefragt, wann mein Paket ankommen würde. Okay. Gerne, hab ich dir gerne geliefert. Okay, Candy, dann komm, wir gehen nach Hause. Wir müssen jetzt ein Gameplay-Video aufnehmen. Das letzte Video für heute. Dann können wir nämlich schon fast Feierabend machen. Aber das letzte Video für heute muss ein richtiger Banger werden, Leute. Wir müssen ein richtig krasses Video jetzt aufnehmen, deswegen Video aufnehmen. Und wir spielen dieses Deity of War einfach. Wir klicken einfach irgendwas an. Ich komme voller Energie rein. Dann, du hast die Möglichkeit zu schummeln, aber du machst eine technische Bemerkung. Passt schon, ich möchte nämlich nicht schummeln. Dein Telefon klingelt, du kommst nicht zur Ruhe. Du spielst zum Spaß. Haben wir auf jeden Fall schon mal... Also eins haben wir auf jeden Fall schon mal. Und dann nehmen wir natürlich... Ich nehme einfach das. Du verabschiedest dich. Wir haben leider nur einen Stern. Aber besser als nichts, würde ich sagen. Die verbinden sich auch alle sehr gut. Video speichern, wir bearbeiten das direkt. Hauptsache, wir nehmen den Trend mit. Und können viel Geld absahmen. So... Wieder veröffentlichen. Wir shuffeln den Titel. Epische Leistung in meinem Gameplay-Video. Video veröffentlichen. Sehr, sehr gut, Leute. Ich freue mich und... Oha, voll viele Dislikes. Aber scheint sehr gut zu sein. Mir gefallen Gameplay-Videos. Hat jemand kommentiert? Das freut mich. Die Bewertung war nicht so gut, Leute. Aber ihr müsst mir auf jeden Fall Tipps schreiben, wie ich besser werden kann im Videos machen.
Wenn euch die Videos trotzdem gefallen, dann lasst doch gerne ein Like und ein Abo da. Ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Checkt die Playlist aus und checkt mich auch auf Instagram und auf TikTok aus. Da heiße ich flauschig-yt. Und wir sehen uns beim nächsten Video wieder, Leute. Tschüss, ciao.